Du wirst mich niemals schlagen. Ja, doch, wir spielen jetzt Scharmützel. So, dann wollen wir mal gucken. Vorstoß. Natürlich, 200 Tagen setzen wir mal ein. Egal, was für ein Blatt ich bekomme, ich schlage dich trotzdem. Ja, mal sehen. Ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh. So, dann werde ich dir jetzt mal richtig schön was drücken. So. Die ziehe ich komplett drüber. Genauso wie das hier. Und... Nee, das ist blöd. Okay. Machen wir das mal so. Dann wollen wir mal. Wette auf den Sieger. Wenn meine Einheit gewinnt, bekomme ich die Hälfte des Einsatzes. Ich kann erstmal darauf wetten. Der siegt. An die Waffen. Herausforderer in Führung. Du bist gut dran. Denk gut nach, bevor du deine Wahl triffst. Okay. Wähle die Einheit, die du herausfordern möchtest. Aha. Los geht's. Das war jetzt gemein. Das war ja richtig frech jetzt. Besau! Da habe ich gewonnen. Okay. Weiter geht's. Ich zieh mal mit dem gegen den. Dann wollen wir mal sehen. Ha! Doppelt! Puff! Kriegst du nicht hin. Nada. Nada. Freu dich bloß nicht zu früh. Kampagne erfolgreich. Hey, ich hab absichtlich verloren. Gut. Jetzt mit dem Gewinn als Einsatz weiterspielen? Nein, ich will den Gewinn. Ach du Scheiße! Auf einmal habe ich mein ganzes Geld vom Blackjack wieder zurück. Das ist ja wundervoll. Nee, da spielen wir noch eine Runde. Können wir nicht anders machen. Ist so. Muss. Ja, wenn ihr die Regeln nicht mehr so parat habt, dann guckt euch einfach den letzten Part an. Da hat die gute Dame das alles erklärt. So, und jetzt spielen wir um eine Nacht mit dir. Und wenn ich gewinne, dann musst du das mit dem Skelett da hinten machen. Okay. Das ist nicht so schön jetzt, ne? Ich dachte, ich hätte mal ein paar schöne... Oh, komm, weißt du was? So. So. Aber das mit dem Bischof, das war gemein. Das war echt frech. Das macht man nicht. Okay. Ziehen wir in den Krieg. So. Na, dann wollen wir mal. Ich fordere den hier heraus. Ja! Hat doch geklappt. Dann... Versuch's doch. Ha. Tschüss! Zwei hintereinander. Wette gewonnen sogar. Okay. Der Rest ist mir eigentlich relativ Wurst. Ich kann ja mal dagegen in die Schlacht ziehen. Ja, von mir aus. Kampagne erfolgreich. Ich mach dann einfach das nochmal als Einsatz. Mal gucken, wie viel wir da gewinnen können. Wenn wir, sollten wir komplett gewinnen. Ich meine, so müssen wir auch mal denken, ne? Du kannst keinen Zauberer alleine ablegen. Woher weißt du, dass das ein Zauberer ist, Mensch? Du sollst mir doch nicht in die Karten reingucken, du doofe Pute, du. So. Gibt's doch nicht. Guck dir mir einfach in die Karten. Ich krieg zu viel, Freunde. Ich krieg echt zu viel. So, dann machen wir hier mal eine 19 raus und dann hier noch eine 16. Dann haben wir alles hohe Kartenwerte. Wetter auf den Sieger. Ich bin mal so stupide und nehme einfach den größten. Okay. An die Waffen. Lass mich anfangen. Komm. Haus in Führung? Glaubst du selber nicht. Ja, dann drücke ich dir jetzt mal was. Pass auf. 25! Und dann wettet die nicht darauf. Dann möchte ich aber mal wissen, was da noch so alles Phase ist. Okay. Hat die zweimal auf mich gewettet? Was ist denn jetzt los? Was?
Ja, komm, nimm mal den Dicken hier. Komm, nimm den Dicken, nimm den Dicken, nimm den Dicken. Nein! Was? Hä? Hey, du hast völlig daneben gelegen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Scheiße, ich hab das verloren, Leute. Oder? Na, dann mach mal. Oh Gott. So, dann wollen wir mal sehen. Ja, 4 ist größer. Habe ich die eingedrückt. Zack, 3:2. Haha. Boom. Oh Gott, habe ich viel Geld jetzt auf einmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir uns dafür was kaufen? Na, Kassierer? Blumen, Cola und Pillemann? Oder wie sieht's aus? Wolfie? Alles fit? Das bringt mir nichts. Eine Banane? Brauche ich alles nicht. Ich könnte aber mal versuchen, dieses Schwert hier für Alphons zu gewinnen. Oder ich kaufe es mir einfach. Das geht natürlich auch. Ich kaufe mir ein paar Jetons und kaufe es mir so. Warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? So. Aber... wenn ich das jetzt, wenn ich ein bisschen Glück spiele, jetzt, ich darf mich nicht vom Fieber packen lassen. Was ist hier denn? Blanche oder was? Tut mir leid, mein Freund. Hier kommen nur REPs rein. Also nicht interessante Personen, zu denen du gehörst du nicht. Kapische? Das kann man da vielleicht irgendwie mal rein. Das wird immer super. So, gute Frau, wir spielen nochmal. Wir spielen nochmal. Du wirst mich nie schlagen. Ja, ja. Das kennen wir doch schon. So. Dann gib mir mal was Gutes. Oh, ho, ho, ho. Also wie war das? Bischof verliert immer, ne? So, dann machen wir das mal so. So. Zack. Verteilen wir den ganzen Spaß einfach mal gleichmäßig. So. Okay. Aber was bringt mir ein Bischof, wenn ich nicht tauschen kann? Nee. Rein gar nichts. So, jetzt sind wir hier relativ ausgeglichen. Ja, sie setzt ja immer relativ viel auf 1. Ich wette auf den Sieger, ich wette. Aber ganz stupide hier. So, bestätigen. An die Waffen. Ich fange an. So. Dann wollen wir mal. Ist das. Ja, komm, mach. 31? 31? Jetzt echt? 31? Hat sie da 31 gehabt? Ach du Scheiße. Ja, jetzt muss ich... Die beiden muss ich jetzt machen. Ja. Ja, den, genau. Mach das genau so. Dumme Pute. So. Kampagne erfolgreich. 3:1. So, wollen wir nochmal. Alphons, ich gewinne nur für dich. Tut mir leid, Leute. Das ist jetzt langweilig. Ja, egal. Ach du Scheiße. So. Alphons, das ist unbeschreiblich, was hier passiert. Unlautere Szenen spielen sich hier ab. So. Der werde ich jetzt mal richtig verdrücken. Kann ja sein. Warte mal, ich weiß gar nicht. Wenn ich mal wüsste, ich würde gerne mal wissen, wie viele Könige insgesamt im kompletten Blatt sind. So. Wette auf den Sieger. Das ist ja gar nicht mal so schwierig jetzt. Ich wette einfach mal auf ihn hier. So. Okay, du fängst an. Nein! Doch! Hat die gerade auf den Sieger gewettet und eine 2 gelegt? Was? Ist ja wie Fische aus dem Fass angeln hier. Egal, ich gewinne trotzdem. Glaubst du wohl selber nicht. So. Einer, die sind nicht so gefährlich. So. König, ich hab gewonnen. 2 hintereinander. Jawohl. Und ich habe sogar richtig getippt. Okay, jetzt. Ja. Tadam. Aber ist ein... Ach, verdammt. Verdammt! Scheiße! So, okay. Okay.
Noch einer davon wird wahrscheinlich dann nicht hängen. Wenn sie jetzt noch so ein Teil hat, ne, dann... Nein! Nee, oder? Ach, Kacke. Und jetzt? Kampagne gescheitert? Wo ist mein Einsatz? Den krieg ich doch wohl zurück, oder? Gibst du auf? Nee, ich... Ich verstehe das Spiel nicht, okay. Dann gebe ich eben auf, von mir aus. Ist unentschieden, aber unentschieden heißt, dass Olli aufgibt. Mhm. Bin auch viel zu jung für Glücksspielen. So, wo wollen wir denn jetzt mal hin? Hier oben ist nichts mehr. Ja, aber so viel noch zu machen. Kannst du von hier nicht machen? Reisen geht nicht. Dann flüchten wir erstmal. Kein neues Schwert für iPhone. Spiel will leider nicht, dass ich spiele. Dann nicht. So, wo wollen wir mal hin? Wir müssen doch irgendwo... Ah, da oben rechts ist noch so ein bisschen... Ja, das müssen wir uns alles irgendwann nochmal geben. Überall, wo man nur mit Drache hinkommt. Ha! So. Herbstlande, Sommerland. Herbstlande, wo ist denn die Herbstlande? Herbstlande ist da doch, wo Goldhain ist, ne? So, und los geht die wilde Fahrt. Oder bin ich hier in den Herbstlanden? Hm, das kann auch sein, dass das hier die Herbstlande sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das hier sind die Herbstlande, oder? So, dann runter mit dir. Ah, guck mal. Da ist es doch. Und es sieht mir hier verdammt nach einer ganzen Menge neuer Abenteuer aus. Städte, Dungeons, also ein Gedönsrad. Findet man alles hier. So. Und hier ungefähr müsste dann wahrscheinlich das Monster rumhusseln. Dann bauen wir mal. Wo bist du denn? Nee, ist wieder falsch. Olli, gib dir mal Mühe. So. Aber hier jetzt. Das sieht aus wie ein Schrein. Runter damit. Da ist das Monster. Aber ich möchte mir jetzt erstmal noch angucken, was hier so los ist. Hä, auf dem Stein steht irgendwas. Ich frage mich, was die Inschrift wohl bedeutet. Weiß ich nicht. Wenn du mir die nicht zeigst, dann kann ich dir das auch nicht zeigen. Duolux. Dem können wir doch mal richtig schön... Ach du Scheiße. Das wird nichts, Leute. Der wird uns zerfleischen. 5 Euro auf Sieg. Aber nicht auf meinen eigenen. Und wenn doch, dann bin ich sowas von glücklich. Ach komm, das geht, das geht, das geht. So, wer meint hier Heilung machen zu müssen? Ach, die Lichtluchse, alle? Nicht euer Ernst, oder? Alle können sie heilen hier? Ach du Scheiße, da müssen wir einen von denen mal schnell hier rausziehen. So, übere Nike. Entladung, genau, Nesca. Schwing die Arme. So, Nummer 1 erledigt. Da ist der zweite. Bam, bam, bam. Nice. Und der nächste. Oh Gott, Kurzschluss. Bam. Und der letzte. Ha. Nice, nice, nice. Los, Alphons, drück ihn was. Ha. Und so schnell hat sich dieses Thema dann auch wieder erledigt. Perfekt. Konnte nicht besser laufen. Bin stolz auf euch. So, Monsterjagd abgeschlossen. Ich nehme nochmal das Item hier mit. Bevor mich dieses Vieh hier angreift, tröte ich lieber mal in die Hupe. So. Ich kann aber nicht das Menü anmachen. Wenn ich... Ach du Scheiße. Sag mal, wohnt hier der Endgegner? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ein Schiff? Hä? Ist alles quiet verwirrend. Warum kann ich nicht hier oben in mein Menü rein? Ja, wird schon einen Grund haben. Man kann ja nicht so locker flockig Tagebuch lesen, wenn man auf dem Drachen sitzt. Geht nicht. Ödlande, Sommerland und Sommerland. Wo ist denn Sommerland? Sommerland müsste doch da sein, wo Al-Kuwait auch ist. Dann wollen wir mal
Frage nur, wo ist Al-Kuwait? Ach du Scheiße, wir sind noch ziemlich weit davon entfernt. Ja, dann fliegt man ein bisschen rum hier. Ja! Nördlich von Sommerland hieß es? Ich kann hier einfach mal mich hier absetzen und gucken. Wird ja wahrscheinlich eine Karte geben. So. Hier ist nichts. Ach, dass da unten ein Stern ist, das hätte ich mir ja vorher schon denken können. Nee. Also, wo war das jetzt nochmal genau? Flüchte zum Meer zurück in die Ödlande? Ödlande? Ach, das wird doch wohl das im Westen hier sein. Da muss ich mit dem Schiff da lang. Okay. Das ist die eine Sache und die andere. Schwaneninsel. Auf der Schwaneninsel, nördlich des Sommerlandes. Die werden wir doch wohl noch finden. Und bei dem anderen Monster könnte ich mir vorstellen, dass wir es wirklich im Meer suchen müssen. Oh Gott. Diese heroische Musik. Ja, seid ihr noch nie einen Drachen geflogen, Mensch? So krass ist das gar nicht. Irgendwie entspannt. Schwaneninsel. Was von euch ist denn wohl bitte mal die Schwaneninsel? Hier unten? Kann das sein? Hoffentlich ist die ganze Inselkette jetzt auf der Karte. Ach, da links. Wir sind die Retter der Welt. Da müsste es irgendwo rumkreuchen. Ach ja, genau, da hinten. Was ist das denn für ein fettes Vieh? Meine Fresse, bist du hässlich. Oh Gott. Ja, so einen ähnlichen haben wir ja schon mal kaputt gemacht, aber... Frage ist, reicht das diesmal? Staubsmogger? Ja, irgendwie so einer bist du. Ich möchte auch so ein großes Monster im Team haben. So, dann machen wir es mal mit Alphons. Der kann. Der ist stark. Ja, aber mit ein bisschen Zauberkraft kriegen wir auch den hinter. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Spiel physische Angriffskraft jetzt doch nicht das Gelbe vom Ei ist. Was? Unheilige Gebärmutter? Hat der... Was? War das... Stand das da gerade wirklich? Oder habe ich mich verlesen? Tornado! Ja. Schmetterschlag! Der ist besser. Dann wechseln wir mal auf Gunther. Rollendes Geröll. Bam. Nein. Gunther ist blind. Los, Holly. Hau ihm was aufs Maul. Oh Gott, Gunther. Das kann nicht dein Ernst sein. Nee, da muss Alphons rein. Alphons ist übrigens genauso blind. Ja, das vererbt sich. Armer kleiner Wackerer. Los, du Racker! Hau drauf, Mensch! Tornado! Der Tornado bringt nichts, das hatten wir ja schon mal das Thema. Unheilige Umarmung. Warum lese ich der Gebärmutter? Nee, Alphons, du musst nicht über Remiga angreifen, das tut nicht Not. Boom. Gewonnen. Hahaha! Gewonnen! So, Monsterjagd abgeschlossen. Schön. Gehen wir mal gleich hier hin. Ach, obwohl, Katzbuckel ist dafür, glaube ich, nicht das Beste. Ich gehe ja normalerweise immer ins Feendorf, ne? Weil da der Auftragsexpress direkt am Eingang ist. Da muss ich nicht erst durch die halbe Stadt dackeln. Nein, muss ich nicht. Ich gehe einfach hin, schnurstracks geradeaus, ab und fertig ist der Lack. Nur, ist das jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsort hier? Habe ich eigentlich wieder Zuversicht dabei? Nee, die muss ich ja... Wenn ich mal so ein bisschen davon habe, dann muss ich das ja gleich wieder abgeben. Das ist ungefähr wie Geld. Ach, 4 Stück gibt's da nur! 4 nur! Ach ja, 4 nur ich.
Aber das gibt zumindest 6. Schnelligkeitsmedaille und 2000 Gold. So. Belohnung abholen. Wir haben leider nur eine Stempelkarte. Aber das reicht auch erstmal. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Ni no Kuni. Bis dann. Tschüss, Freunde.